Dum dum da 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 dum dum da dum dum. Hi zusammen. Meine technischen Möglichkeiten haben sich in Luft aufgelöst, nennen wir es mal so. Und deswegen gibt es jetzt nur noch unbearbeitete Videos ohne Schnitt. Ich hoffe, es sind nicht mehr als zwei oder drei. Und das war meine verhaltensoriginelle, pelzige Mitbewohnerin. Vielen Dank für deinen Kommentar, Yumi, den ich nicht rausschneiden kann. Ja. Das Intro habt ihr hoffentlich erkannt, es ist ein bisschen improvisiert. So, ich muss erstmal Hallo zu über 40 neuen Nienchen sagen. Hallo! Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass ihr dem Ruf der Beauty-Hexe gefolgt seid und hier einfach mal reingeschaut habt. Vielen, vielen Dank. Und ich wollte euch gerne ein paar Favoriten von mir zeigen, in die ich mich sehr, sehr verliebt habe. Und wenn man das Video ganz vielleicht bis zum Ende guckt, hat man noch was davon. Und wir fangen mal an. Und zwar mit einem meiner absoluten Lieblings-Lippenstiften. Und zwar ist das die 323 von Flomar. Die habe ich auch schon ganz oft in die Kamera gezeigt. Ich mache euch mal einen Swatch. Das ist die Farbe. Es ist ein Korallpink, aber auf jeden Fall so, dass man das als warmes Häutchen noch tragen kann. Also ich kann es definitiv tragen und ich finde mich damit super. Der hält auch den ganzen Tag. Ist ein Lippenstift, den man definitiv morgens drauf machen kann, mit zur Schule nehmen kann. Man muss sich ein bisschen drum kümmern, bei welchem Lippenstift ist das nicht so. Und ganz großer Favorit von mir. Dann haben wir hier noch. Mit was mache ich denn weiter? Oh, ich weiß, wir nehmen mal die Mascara. Meine Lieblingsmascara. Das Problem ist, dass Flomar sie jetzt aus dem Sortiment schmeißt. Nachteil, Scheiße, meine Mascara ist weg. Vorteil, es gibt sie im Moment für ungefähr 3 Euro. Das heißt, man kann die sich noch besorgen. Das ist das Bürstchen. Und es sind 13 Milliliter drin, 6 Monate haltbar nach dem Öffnen. Ich zeige euch das Ergebnis. Das sind halt zwei, drei Schichten, aber ich finde das schon ziemlich cool. Und was haben wir noch? Ich bin ein bisschen hektisch, oder? Das ist dieses nicht schneiden können. Ich habe ja auch vorher gar nicht so viel geschnitten, aber die Möglichkeit ist halt nicht da. Und ich habe auch keine Ahnung, was für eine Qualität das Video haben wird. Riesenspaß. Ich habe aber in der Kanalbeschreibung auch sowas stehen von, wer Bock hat, dem weißen Kaninchen zu folgen. Hallo. Als nächstes ein Creme-Lidschatten aus der Essence Sunkissed Trend Edition. Und zwar der hier. Super, super tolle Konsistenz, tolle Deckkraft. 01 Hello Summer. Ich swatch euch den mal. Es ist Wahnsinn. Ich bin unglaublich verliebt in dieses Zeug. Oh, hier wird er sich jetzt nicht selbst nicht gerecht, weil ich nicht vernünftig geswatcht habe. Sekunde. Machen wir das nochmal ordentlich. Also auf meinem Finger könnt ihr es ja schon sehen. Und jetzt halt nochmal auf die Hand gewischt. Richtig, richtig schön. Der mit einem cranberry-farbenen Lidschatten drüber hatte ich zum Weggehen drauf. Das ist granatenmäßig. Wenn ihr bläuliche, grünliche Augen habt, das. Der Hammer, das bringt die richtig zum Leuchten. Ja, und zu guter Letzt ein, wie ich es erlebt habe, das ist, also Hypes, habe ich festgestellt, sind teilweise ein sehr individuelles Erlebnis. Es gibt Menschen, die sagen, das und das Produkt ist ja auch schon seit Jahren völlig gehypt und ich sitze da, echt? Kenne ich nicht. Oder ich behaupte, etwas wäre total gehypt. Und Leute, die so völlig andere YouTube-Kreise gucken oder ganz andere Blogger-Kreise lesen, so viele Blogs lese ich ja nicht, aber die sagen dann auch, hä, davon zeig mal her, kenne ich noch gar nicht. Und zwar geht es hier um das Rouge aus der It Pieces LE, die es ja nur bei DM letzten Monat gab oder diesen Monat. Und zwar den Gradiation Powder Blush. Und ich habe mich selten so in ein Rouge verliebt. Es hat halt so einen Farbverlauf. Es sieht ein bisschen aus wie das aus der Revoltaire LE von Catrice vor einiger Zeit. Und
Das ist der Hammer. Das hat eine Farbintensität. Und je mehr man das einarbeitet, ganz witzig, also man nimmt Farbe auf, trägt die Farbe auch auf dem ganzen, auf der Wange auf, alles gut. Und dann fängt man an, mit dem Pinsel wirklich einzuarbeiten. Und die Farbe intensiviert sich und intensiviert sich. Also als ob da so kleine Partikel nochmal irgendwie aufspringen würden oder so, was nicht so sein wird, sonst hätten sie es draufgeschrieben, weil das ein Gimmick wäre und man könnte dann 4 € mehr nehmen. Steht nicht drauf, aber die Farbe ist wunder, wunder, wunderschön. Ich zeige euch nochmal das an meinem Finger. Es sind, also an meinem Finger sieht das jetzt natürlich krass aus. Es sind ein paar Schimmerpartikel vorhanden, aber die Hälfte davon geht beim Auftrag verloren, ohne dass sie euch jetzt das ganze Gesicht einglittern. Das tun sie nicht. Aber die verlieren sich beim Auftrag einfach. Und wenn man das Rouge trägt, es ist kein komplett mattes Rouge, aber ihr habt auch keine Glitzerbrocken im Gesicht und es sieht aus, als hättet ihr Strasssteine durch die Kaffeemühle gejagt oder so. Auf gar keinen Fall. Also, huch. Könnt ihr nochmal schauen. Also, es ist wirklich, wirklich sehr fein und man sieht nicht aus wie eine Disco-Kugel und auch mit 30 kann man das noch sehr gut tragen. So. Nochmal alles Washes. Und was ich schon abgedreht hatte, was auch als Rohmaterial rumliegt, was aber nicht ungeschnitten zeigbar ist. Ich hatte schon längst eine 200 Aboninchen-Verlosung gedreht. Und auch ein Favoritenvideo und noch ein, zwei andere Sachen. Aber das ist ungeschnitten, kann ich euch das einfach nicht vorsetzen, weil ich, bevor ich auf Record drücke, ganz gerne mal ungefähr 2 oder 3 Minuten lang so da sitze. Und dann gehe ich so in mich und dann konzentriere ich mich. Und das kann sich keiner angucken, das wäre mir auch zu peinlich. Da würde ich nicht hinterstehen. Naja, auf jeden Fall, das ist halt alles schon abgedreht gewesen. Und deswegen machen wir das jetzt so mit Spezialeffekten und so. Und diese Sachen hier sind ja, wie ich eben schon gesagt habe, oft getragen und heiß geliebt. Also wirklich Sachen wie Mascara, die ja wirklich täglich angewendet wird. Ja, und da habe ich, wie lange habe ich dafür gebraucht? Ich weiß nicht, 1,5 Monate oder so oder ein bisschen länger, habe ich immer mal so was zusammengesammelt. Und das hier sind alles frische, komplett unbenutzte Produkte, die ich immer mal, wenn es halt gerade passte, habe ich die mitgenommen. Und das möchte ich gerne verlosen. Also, das Rouge, den tollen Creme-Lidschatten, diesen Bäm-Lippenstift, den ich total großartig finde, und meine Lieblingsmascara, die also wirklich solche Wimpern macht, die möchte ich gerne verlosen. Und heute ist Sonntag und ich werde das Video auch gleich hochladen. Und ich habe mir überhaupt nicht überlegt, was ihr in die Kommentare schreiben sollt. Schreibt einfach, dass ihr mitmachen wollt, beziehungsweise schreibt rein, wenn ihr nicht mitmachen wollt, damit ich nicht Sachen an Leute schicke, die es vielleicht gar nicht haben wollen, die selber genug haben oder die sagen, den Lippenstift habe ich schon aus seiner letzten Verlosung. Ich habe den nämlich schon mal verlost. Aber er ist so toll. Also schreibt in die Kommentare, grüßt die neuen Nienchen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich hoffe, dass ihr hier auch sehr viel Spaß habt. Und wenn ihr euch die älteren Videos anguckt, dann habe ich auch einen Schnitt drin und dann habe ich auch ein Intro und bin so wirklich semi-professionell unterwegs. Und das hier ist ja nun wirklich absolut, wie nennt man das? Anfängermäßig. Hallo, ich bin ein beliebiger MAC-Lippenstift. Name, Lidschatten, Mädchen und ja, habe einen Kanal und ich schneide auch nicht. Nein, so ist es normalerweise nicht bei mir. Ich wollte nicht lästern, tut mir leid, aber ich reg mich so über dieses Programm auf. Ja. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da seid. Tschüss. So, und jetzt aus.